Also es gibt viele Menschen, die stehen so und drücken quasi von hier runter. Das kann man theoretisch auch machen, aber ich gehe ein bisschen nach vorne und mache diese eine Schwingbewegung. Das ist von hier bin, ja, wie so ein Schwinger vielleicht, gehe hier so in Richtung untere Brust. So, meine Freunde, und willkommen zurück. Wie ihr sehen könnt, bin ich offiziell in einem anderen Fitnessstudio, ja. Und zwar trainiere ich privat. Die meisten Videos, die ich gemacht habe, waren in Clever Fit. So. Jetzt bin ich in Viva Fitness und zeige euch mal hier so ein paar kleine Sachen, wie ich hier trainiere, die Brust, ja. Ihr werdet im Laufe des Videos sehen halt, dass die ganzen Geräte ein bisschen anders sind im Verhältnis zum Clever Fit, ja. Ich will jetzt nicht jetzt sagen, was besser, was schlechter ist. Alles neutral. Hauptsache, ich kann trainieren. Ich will mal sagen, heute fahren wir mit Brust an und zwar richtig geil. Ich habe Bock auf die Zerstörung. Das Geile ist, ich habe da hinten einen, das ist ein geiler Spiegel. Ich kann immer ganz gut sehen, ob die Kamera dementsprechend auch wirklich auf mich zeigt. Und wenn wir sagen, legen wir los, haut rein. So, wie ihr sehen könnt, hier ganz entspannt die mittlere Brust trainieren. Ja, nochmal ganz kurz zur Verherrlichung. Wenn ich die mittlere Brust trainieren möchte und ich möchte die treffen, dann ist es ganz wichtig, dass diese Griffe in der Höhe der Schulter sind. Das würde bei mir dementsprechend auch passen. So, nochmal kurz von vorne. Gerade ist die Kamera abgefallen, also war Akku leer. Ich möchte kurz erzählen, dass das halt so halt aufgebaut ist, dass du wirklich, wenn du die Geräte hier in der Höhe der Schulter hast, trainierst du die mittlere Brust. Wenn du die untere treffen möchtest, dann packst du dieses hier in Hüfthöhe und gehst von hier nach oben. Und bei der oberen sorgst du dafür, dass du, ich sag mal, das mechanische Gelenk ganz weit oben einstellst. Ne? Das ist ganz wichtig zu verstehen. Oh. Seht ihr, was ich meine? Rein theoretisch, wenn ich ehrlich sein möchte, brauche ich wirklich nichts anderes außer das hier. Ich habe heute wirklich nur Brusttraining. Das heißt, mit das könnte ich schon direkt meine ganze Brust abdecken. Ja. Aber ich brauche ein bisschen Abwechslung, deswegen mache ich mehr. Ja, ein bisschen an der Brustpresse vielleicht noch, ne? Aber da ich ja generell auch nicht lange trainiere, meistens 45 Minuten, ne? Langt das für mich schon. So ein bisschen hier, ein bisschen da, ne? Genau. An alle Leute, die 2 Stunden trainieren, es ist unnötig, braucht kein Mensch. Machen viele und ich kenne auch welche, die sehen auch krass aus, aber brauchst du nicht. Ja. Nur mal kurz nebenbei. Ja. So, also wie gesagt, hier richtig geile Übung. Das Einzige, was ich sagen müsste, ganz ehrlich, normalerweise mag ich Kabeltürme, die so eng aufgebaut sind, überhaupt nicht. Ich mag diese breiteren mehr, die ich im Clever meistens habe. Wisst ihr, was ich meine? Wo man wirklich
ganz weit greifen kann und dann von nach vorne ziehen kann. Ja, das maximale Range of Motion. Aber damit geht es auch schon ganz klar. Ne? Das ist ganz entspannt. Genau. Hier muss ich schon sagen, die Belichtung ist relativ geil. Vielleicht könnt ihr sogar sehen, wie ich gerade aufgebaut bin. Ja. Achtet, wenn ihr trainiert, dass ihr keine Half-Raps macht. Ihr kennt das, diese gewissen, gut, ich bin ja auch Fitness-Influencer. Problem ist aber, dass das, was ich euch sage, hat nichts mit Ego zu tun. Und wenn ich etwas zeige, dann weiß ich es vielleicht besser nicht. Aber versucht wirklich, wenn ihr eine Übung ausführt, dass ihr wirklich komplett nach unten geht. Komplettes Range of Motion, also nicht nur die Half-Raps, was viele Menschen machen. Ja. Du willst den Muskel ja maximal stimulieren. Dann gehst du auch komplett, je nachdem, was für eine Übung du haben möchtest, nach vorne oder nach hinten oder was auch immer. Ne? Eine komplette Bewegungsausführung ausführen. Das ist ganz wichtig. Ja, und wenn du irgendwann nicht mehr kannst, du machst nur Half-Raps, dann weißt du, alles klar, das ist so viel Gewicht. Ja. Das müsst ihr immer im Kopf behalten. So, wie ihr gerade gesehen habt, ich habe die Dinger runtergemacht in der Hüfthöhe. Ihr geht ein, zwei Schritte nach vorne, ja, so dass, sage ich mal, der Kabelzug, so wirklich der Kabelturm, so wirklich so diesen Stretch hat. Ja, ist vielleicht ein ganz falscher Begriff. Ja, und zieht einfach von hier bam, nach oben. So ein bisschen wie ein Uppercut. Ja, so ein bisschen wie ein Uppercut. Also ich bin hier, ich ziehe einfach hier nach oben. Ja, das ist schon eine geile Übung. Ja, wahrscheinlich mache ich auch nichts anderes. Ich werde jetzt hier trainieren und dann bin ich auch komplett durch dann. Bisschen Posing mache ich dann noch. Ich ziehe mein Oberteil gleich aus. Ja, und dann richtig krank. Das der Gute ist, ja, ich mache die Brust jetzt zweimal in der Woche. Das heißt, ich kann heute ein bisschen weniger machen. Und dann mache ich das dann, wenn ich dann Schulter trainiere. Weil Schulter und Brust passen auch sehr gut zusammen. Das sind nämlich zwei Übungen, wo man quasi eine Druckbewegung ausführt. Ja, das ist schon ganz gut. Ja, deswegen mache ich gleich noch die untere Brust und dann werde ich auch dementsprechend auch durch. Ne? Ja. Genau. So, jetzt auch die untere Brust, da kann ich entweder Dips machen, ja, oder halt hier wie oben, das ist ja fast wie Dips, das heißt, ich bin oben, ziehe nach unten, ich glaube, ich mache hier am Kabelturm ein bisschen und dann bin ich komplett durch, zu Hause duschen gehen und dann war es auch, das heißt, wir haben, greifen hier oben rein, drück einfach runter, das heißt, also es gibt viele Menschen, die stehen so und drücken quasi von hier runter, das kann man theoretisch auch machen,
aber ich gehe ein bisschen nach vorne und mache diese eine Schwingbewegung. Das ist von hier bin, ja, wie so ein Schwinger vielleicht, gehe hier so in Richtung untere Brust. Ne? Aber werdet ihr gleich sehen. Ich muss schon sagen, es läuft schon sehr gut. Ja, weil es Sommer, das heißt, in zwei Monaten circa bin ich in Griechenland wahrscheinlich. Ja, bis dahin muss es schon eigentlich ganz gut sein. Ja, es passt schon. Ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier bei der Brust auch schon so eine Einkerbung. Ja, das heißt, die Brust ist hier, ich gehe runter und ich spüre schon leicht mein Sixpack. Das ist schon richtig geil. Ja. 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 Oh, fuck. So, zu guter Letzt werden jetzt Dips gemacht. Ich sag mal so, es ist ein bisschen merkwürdig, wenn ich in einem Fitnessstudio trainiere, wo die meisten Menschen einfach wirklich mit diesen Social Media keine Ahnung haben. Da werde ich angeglotzt wie der letzte Depp. Ja. In Clever Fit zum Beispiel sieht man hin und wieder mal ein paar Leute, die selber ihre eigenen Trainingseinheiten filmen. Da fühlt man sich ein bisschen heimisch. Aber hier ist es alles so ein bisschen oldschool-mäßiger, aber sobald man mit etwas Neuem kommt, zumindest jetzt sieht es gerade ein bisschen so aus, ja, aber ich kann es verstehen, ja. Würde ich jetzt in ein Fitnessstudio hingehen und ich würde da jemanden sehen, der filmt, aber seine Schultern sind größer als meine, dann sage ich auch nichts, dann sage ich wirklich nichts. So muss das ja, Film. Ich meine, mit Videos macht man viel mehr Geld als alles andere. Ihr wisst, was ich meine, ne? Ich werde jetzt versuchen, die auf der Seite zu machen, damit ich Blick auf euch habe und ja. So, meine Freunde, damit ist das Video komplett beendet. Falls ihr mich noch nicht abonniert habt, könnt ihr es gerne machen. Das war erst der Anfang. Es werden noch viele andere Videos kommen für Professionelle. Ich werde auch in Zukunft mir eine Vlog-Kamera anschaffen. Ja, und dann kann ich damit bessere Videos drehen. Gerade Vlogs und so, ne? Viele von euch mögen das ja, Vlogs. Ja, und hab einen Plan, bleib positiv, haut rein. Es ist so merkwürdig zu filmen in einem Fitnessstudio, wo die meisten Menschen nicht filmen. Aber egal, ich bin mutig, ich will die Welt inspirieren und genau dafür stehe ich. Let's crazy go.